This is GFL football. This is my number. And this is who I am. Race. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu GFL TV. Die Regular Season is over. Es ist Playoff-Zeit in der German Football League. Übrigens nicht nur Viertelfinals an diesem Wochenende, aber auch die Relegationshinspiele stehen an. Dazu mehr am Ende der Sendung. Wir fangen also an mit den Viertelfinals. Eins davon findet hier in Frankfurt statt. Dazu aber später mehr, sind noch ein paar Stunden. Wir fangen an mit den Viertelfinals in Halle und Dresden. Die Sieger beider Partien treffen im Halbfinale aufeinander. Die Schwäbischer Unicorns hatten die Cologne Crocodiles zu Gast, die Dresden Monarchs, die Allgäu Comets. Beide Partien fasst ihn Andreas Renner zusammen. Head Coach Patrick Köpper hat seine Cologne Crocodiles zum ersten Mal seit dem Aufstieg in die Playoffs geführt. Der Lohn für den vierten im Norden ist eine Reise zum ersten im Süden. Die Schwäbischer Unicorns, der amtierende deutsche Meister im Optima Sportpark. Knapp 2500 Zuschauer. Schwierige Aufgabe also für die Kölner. Die versuchten es mit ihrem Running Back Shane Edwards. Der bekommt den Ball hier für 3 Yards. Raumgewinn. Anschließend ein dritter Versuch und 3. Der Handoff zu Dean Kanwani. Aber das ist kein Raumgewinn. Und Köln musste punten. Die Haller Defense, eine der Stärken der Mannschaft. In der Offense Quarterback Marco Ehrenfried beim 3. und 7. Pass auf Ari Adegbesan für 4 Yards. Anschließend dann 4. und 3. Der Handoff zu CJ Okpalobi, dem neu verpflichteten Running Back. Aber der kommt nicht zum neuen First Down. Turnover on Downs von Hall. Aber auch die Kölner konnten offensiv nichts reißen. Testeten die Haller Laufverteidigung, aber die ist stark. Anschließend wurde wieder gepantet. Schwäbisch Hall dann tief in der eigenen Hälfte, aber die haben den Mann mit der Nummer 5, Tyler Rotenbeck. Touchdown, 82 Yards. Der beste Deep Threat der Liga in dieser Saison mit Achillessehnenproblemen häufig angeschlagen, aber in dieser Partie war davon nicht so viel zu spüren. Andere Seite, Pass von Bradley Strauss auf Ramin Aklagi für 11 Yards Raumgewinn. Anschließend 4. und 2, die Kölner mit dem Trickspielzug, Hordi Brugnani mit dem Pass auf Aklagi, aber gut verteidigt von den Hallern. Turnover on Downs nach diesem Fake Punt. Zweites Quarter nach 2 Drives ohne Punkte, ein 3. Versuch und 6 für Schwäbisch Hall. Und Ehrenfried bedient Chris Hafels für 12 Yards. Kurz danach dann 3. Versuch und 15 für Hall. Der Ball von Ehrenfried geht zu Jannis Fiedler und dann ist schon fast Halbzeitpause. Und die Haller haben noch Zeit für einen Field-Goal-Versuch. Tim Stadelmeier 36 Yards. Kick gut, 10:0. Die Kölner hatten das im ersten Durchgang defensiv gut gemacht gegen die starke Haller Offense, aber selber waren sie nicht in der Lage, viel zu reißen. Und im zweiten Durchgang dann Ehrenfried auf Tyler Rutenbeck. Der geht ins Aus nach 37 Yards Raumgewinn. Und dann Ehrenfried Play Action wieder auf Rutenbeck. Das ist ein Screen Pass für den Receiver, aber er verliert den Ball im Tackle. Ein Fumble erobert von den Kölnern. Die wiederum kurz danach 3. Versuch und 8 haben. Strauss gejagt von Devin Benton. Er verliert den Ball. Die Schiedsrichter sagen, das ist ein Fumble. Danny Emmanuel fällt auf den Ball. Und damit der Turnover und der Ballbesitz für Schwäbisch Hall. Und dann der Trickspielzug. Ehrenfried auf Ian Gerke. Und der wirft auf Tyler Rutenbeck. Bisschen zu kurz, aber reden wir nicht länger drüber. 58 Yards später. Touchdown 17:0. Ian Gerke, vor ein paar Jahren noch Filmer für GFL TV, jetzt mit einem heißen Kandidaten für den Spielzug der Woche, der Double Pass, Gerke auf Rutenbeck. Die Gerke-Familie prägt eben den Haller Football. 17:0, der Spielstand rein ins 4. Quarter, es gab 6 Drives ohne Punkte, im Prinzip war die Entscheidung gefallen, aber die Kölner kamen nochmal. Jan Wanreich war jetzt der Quarterback, der bedient Ramin Aklagi für 16 Yards.
kurz danach, macht aber den Fehler. Interception Christian Köppe. Die Antwort der Haller. Ehrenfried zu Rutenbeck. 10 Yards Raumgewinn. Rutenbeck insgesamt mit 6 gefangenen Bällen für 195 Yards und 2 Touchdowns. Und dann war Zeit für Danny Washington auf der Running Back Position. Da ist die Auswahl groß in Schwäbisch Hall. Washington läuft für 14 Yards. Anschließend dann Ehrenfried auf Chris Havels und der Touchdown zum 24-0. Und wenn es vorher noch Zweifel gegeben hatte, jetzt war die Geschichte endgültig durch. Dann können wir den Blick werfen auf die extra für dieses Spiel gebauten Zusatztribünen im Haller Optima Sportpark. Damit zumindest ein paar Zuschauer noch ein Dach über dem Kopf haben. Und dann geht es weiter mit der Haller Offense. Allerdings nicht so erfolgreich, Ehrenfried gesackt. Es folgt ein Punt. Und der Punt von Havels wird geblockt von Leon Litwinski. Und der Touchdown-Return von Michael Munters. Die ersten Punkte für die Kölner also durch den geblockten Punt. Anschließend versuchten die Crocodiles einen Onside-Kick, aber der landet bei Cody Pastorino und der spielt eben für die andere Mannschaft. Dann der Ball an der Kölner 44. Okpalobi bekommt den Pitch und ist unterwegs. Touchdown! Schwäbisch Hall 30-6. Postwendende Antwort des deutschen Meisters. Okpalobi gibt dieser Haller Offense eine weitere Option auf der Running Back Position. Sie haben ja zwei amerikanische Wide Receiver mit Nate Robitaille und Tyler Rutenbeck. Und er ist natürlich auch da, wenn sich einer der Kollegen verletzen sollte. So, dann gucken wir auf die Kölner Offense. Der Lauf von Edwards, der verliert den Ball. Ein Fumble, der von den Unicorns erobert wird. Und anschließend dann Ehrenfried mit dem Touchdown-Pass auf David Döpfner. 6 Yards, 37-6. Es war insgesamt keine schlechte Leistung der Cologne Crocodiles. Gerade defensiv hatten sie lange ziemlich viele Antworten für die Fragen, die Hall ihnen stellte. Am Ende wird es dann doch eine klare Angelegenheit. Auch weil die eigene Offense nicht viel zu bieten hatte. Hier immerhin mal Weinreich auf Dominik Gröne für 53 Yards. Und so gehören dann die letzten Punkte der Partie auch den Gästen aus Köln, die sich gut verkauft haben. Tanwani aus 3 Yards zum Endstand 37-14. Also tapfere Leistung der Kölner, aber der klare und verdiente Sieger heißt Schwäbisch Hall Unicorns. In seiner ersten Saison als Headcoach der Dresden Monarchs hat Ulz Däuber ein Team im Umbruch gleich in die Playoffs geführt. Und das als Zweiter im Norden, nur knapp hinter dem ersten Braunschweig. Im Heinz-Steyer-Stadion waren die Allgäu Comets zu Gast. 2790 Zuschauer waren da und die sahen die Dresdner Offense nach einem Punt der Comets mit Quarterback Trenton Norwell und einem guten Lauf. 19 Yards Raumgewinn und er bringt den Ball bis kurz vor die Kemptener Endzone. Da gibt es dann den Handoff auf Glenn Tunga und der 2 Yards durch die Mitte 7-0. Frühe Führung für die Gastgeber. Die Comets haben mitten in der Saison den Headcoach gewechselt. Stan Bedwell ist nicht mehr da. Hesham Khalifa macht das interimsmäßig jetzt. Die haben die Offense umgestellt, aber sie können immer noch den Ball werfen. Justin Sotelaer auf Martin Emos. 32 Yards. Ein Play mit einem Ausrufezeichen. Zweites Quarter, daraus entsteht dieser Field-Goal-Versuch. Spencer Cutlin aus 40 Yards nicht gut. Andere Seite, die Monarchs mit Norwell und mit Mitchell Page, dem besten Receiver im Norden. Vielleicht dem besten Receiver der German Football League. 44 Yards, Touchdown 14-0. Es folgten zwei Punts und dann die Comets mit Sotelaer auf Jordan Paul, 19 Yards.
Und anschließend dann das hier. Sotelaer auf Spencer Cutlin. Kein Verteidiger in der Nähe. 27 Yards. Touchdown nur noch 14-7. Und die Comets waren wieder zurück im Geschäft. Aber dann heißt es natürlich auch die starke Monarchs Offense stoppen. Und das ist nicht so vielen gelungen in dieser Saison. Norwell auf Shallow, 9 Yards. Und dann von der 7-Yard-Linie Norwell auf Chris Genau. Nochmal 7 Yards in die Endzone, also 21-7. Und das war der Spielstand nach 24 Minuten reiner Spielzeit. Die Comets wollten ein Comeback in der zweiten Halbzeit, aber die beginnt so. Kickoff und der Return von Jamari Milliken. 71 Yards für Jamari Milliken. Und dann an der 3-Yard-Linie Norwell auf Page. Und ein sensationeller Catch mit einer Hand. Mitchell Page nochmal zum Genießen in der Zeitlupe. 28-7. Der Spielstand. Und anschließend dann die Dresdner mit einem überraschenden Onside-Kick von Florian Finke. Und sie sichern sich selber das Leder und sind gleich wieder mit der Offense auf dem Feld. Und Norwell auf Page von der 2-Yard-Linie. Und dann machen sie den Sack zu. Page mit 13 Catches für 149 Yards und 3 Touchdowns. Andere Seite, Verzweiflungsmodus bei den Gästen, aber der Pass von Sotelaer. Am Ende dann abgefangen von AJ Wendland, dem überragenden Linebacker der Monarchs. Und das ist die Folge davon. Norwell auf Shallow 14 Yards, 42-7 und damit rein ins vierte Quarter. Für Dresden jetzt als Quarterback Ferras El Hendi auf dem Feld. Und er bedient hier Jacob Templar, 59 Yards, 49-7. Andere Seite, die Comets blieben dran, wollten das bestmögliche Ergebnis erzielen und Feli Manoka mit ein bisschen Offensive Pass Interference ohne Flagge und dann fängt er den Ball. Also es war erst Offensive und dann Defensive Pass Interference und am Ende einfach nur Touchdown für die Comets, die anschließend auch den Onside-Kick holen. Und jetzt ist Calvin Stitt auf dem Feld als Quarterback und der wieder auf Manoka und 48 Yards später nur noch 49-19 in Anführungszeichen. Trotzdem natürlich eine klare Sache und die Dresdner brachten das locker nach Hause. Vierter Versuch und Goal. El Hendi macht hier nicht den Touchdown, gibt nochmal einen Turnover on Downs. Aber die letzten Punkte trotzdem für die Monarchs, denn Calvin Stitt hier mit einem Intentional Grounding in der Endzone und das ist ein Safety. Und die letzten Punkte also dann für Dresden. Endstand 51-19. Klare Angelegenheit für den Nordzweiten gegen den Süddritten. Die Monarchs stehen in den Playoff-Halbfinale. Bist du zufrieden? Ja, klar. Das ist, wir vor der Saison haben wir uns nie gedacht, dass wir, was heißt nie, wir haben nicht gedacht, dass es so weit kommt. Ich bin total begeistert. Super stolz auf die Mannschaft. Das ist geil. Wir hatten wieder das Passfeuerwerk, ich glaube, eine sehr aggressive Offense in der ersten Halbzeit. Es wurde relativ schnell klar gemacht. War das der Plan, die Comets zu, wie soll ich sagen, in den Erwartungen zu dämpfen? Ja, das sicher. Aber andererseits, offensively, alle Offenses machen das, die machen das, was die Defense einem gibt. Und wenn die Defense uns das gibt, wie wir den Ball werfen können, dann machen wir das natürlich auch. Und wenn wir daraus Touchdowns machen, dann macht das jede Offense so. Ja, wir haben letztendlich gut angefangen. Das erste Viertel war okay, zweite Viertel einfach zu viele Sachen abgegeben, zu viele Fehler in der Defense, natürlich auch einige Strafen, die hätten nicht sein sollen. Zur Halbzeit mit zwei Scores im Rückstand, da wäre eigentlich alles drin gewesen noch. Also haben wir auch bewiesen, ein Fightback. Der Onside-Kick hat uns ein bisschen aus dem Konzept gebracht, muss man auch dazugeben. Ja, es fehlt einfach nochmal der Momentum, um diesen Turn zu bekommen.
Ende des dritten Viertels lief es schon wieder besser, aber da waren einfach schon zu viele Fehler in der Defense passiert, die wir nicht so schnell adjusten konnten. Und ja, und dann ist das halt das Ergebnis. So viel also zu den Viertelfinals aus Schwäbisch Hall und Dresden. Das erste Halbfinale steht fest. Unicorns gegen Monarchs. Jetzt suchen wir die Teilnehmer vom zweiten. Auf der einen Seite die New Yorker Lions aus Braunschweig, die Munich Cowboys zu Gast hatten. Und dann noch Samsung Frankfurt Universe. Die hatten heute zwei Sachen zu Gast. Zum einen die Berlin Rebels. Und Sie sehen es hinter mir, der schwarze Himmel. Sturmtief Fabienne. Wer sich am Ende in diesem Dreikampf in Frankfurt durchgesetzt hat und das Spiel in Braunschweig, das erzählt Ihnen jetzt Andreas Renner. Brian Kaler und seine Samsung Frankfurt Universe vor dem mit der größten Spannung erwarteten Viertelfinale. Der zweite im Süden, Frankfurt Universe gegen die Berlin Rebels, den dritten im Norden. Zwei ernsthafte Titelkandidaten im Kampf um den German Bowl im direkten Duell. Fangen wir an mit der Offense der Rebels. Erstes Quarter, dritter Versuch und 8. Pass von Terrell Robinson auf Alex Tunkara-Kone für 45 Yards. Kwashi Brown von den Frankfurtern. Der Mann, der die meisten Interceptions bei Universe gefangen hat. Er ist eigentlich in guter Position, um das zu verteidigen. Aber Tunkara-Kone spielt in einer anderen Etage. Und damit Big Play für die Rebels gegen die so starke Frankfurter Passverteidigung. Danach allerdings vierter Versuch und 1. Handoff zu Samuel Shannon. Und da ist der Tackle von Jonathan Silva Gomez. Und der verhindert ein neues First Down. Turnover und Downs, keine Punkte für die Rebels. Da sehen wir Silva Gomez mit der Nummer 2, wie er da um die Ecke geschossen kommt. Frankfurt musste anschließend jedoch punten. Das heißt, wir haben gleich wieder Berlin mit der Offense. Vierter Versuch und 2. Sean Richard, der ehemalige Frankfurter Running Back, läuft hier für 3 Yards, macht ein neues First Down. Und kurz danach gibt es dann die Chance auf ein Field Goal. Philipp Andersen aus 35 Yards Entfernung. Kick ist gut, es steht 3-0 für die Gäste. Und das waren dann auch die einzigen Punkte im ersten Quarter. Wie zu erwarten, im Kampf zweier so starker Defenses, es war offensiv nicht viel los. 2 Punts später, Frankfurt, Andrew Elfers mit dem Pass auf Sebastian Sanier. Aber der kommt nicht ganz ran ans Leder, incomplete. Frankfurt musste wieder punten. Die Rebels danach mit einem dritten Versuch und 11. Und auch die hatten offensiv ihre Schwierigkeiten. Terrell Robinson wird hier gesackt. Sergei Suleimanov macht das. Mark Anthony Hoare erobert den Fumble. Wieder keine Punkte für Berlin, obwohl sie in dieser Phase das Team waren, das den Ball besser bewegte. Die Frankfurter Defensive Line bekannt stark. Suleimanov schiebt da seinen Mann ins Backfield. Und Mark Anthony Hoare zur Stelle für die Fumble Recovery. Ein dritter Versuch und 8 für Frankfurt, jetzt mal in der gegnerischen Hälfte. Elfers mit dem Pass auf Timothy Thomas, der wird allerdings getackelt, bevor er das First Down erreicht. 7 Yards Raumgewinn, deswegen Field Goal. Mario Stüß, der Rookie, ist in diesem Jahr aus der Jugend gekommen. Er trifft aus 35 Yards zum 3-3. Ja, und das waren dann auch die einzigen Punkte in der ersten Halbzeit, als das Wetter noch gut war. Aber dann schauen wir rein in Halbzeit Nummer 2 und es kam sturmtief Fabienne und es kam der große Regen und aus der Abwehr wurde eine Schlammschlacht. Offensiver Football nur noch in der Fantasie möglich. Die Realität auf dem Platz sah anders aus. In dieser Einstellung geht's noch einigermaßen. Handoff zu Andreas Betzer, der Frankfurter Running Back, kein Raumgewinn. Universe musste punten, aber der Regen wurde immer stärker und das behinderte die Mannschaften immer mehr. Hier sieht man es jetzt dann schon ein bisschen. Samuel Shannon bekommt den Handoff, geht zu Boden, verliert dann den Ball, war aber down by contact. Das heißt, die Berliner blieben am Ball und hatten einen dritten Versuch und 3. Kurz danach dann bei einem ersten Versuch Robinson mit dem Lauf, auch der verliert den Ball, auch das kein Fumble, down by contact, aber
Sie mussten punten, genauso wie Frankfurt auf der anderen Seite. Max Simsen. Joshua Simmons ist der Returner und der lässt den Ball fallen. Kein Wunder bei diesen Bedingungen. Man sieht, wie tief das Wasser in dieser Phase schon auf dem Rasen stand. Schwierig für alle Beteiligten. Jonas Ries erobert den Ball für Frankfurt, aber die Offense kann nichts damit anfangen. Elfers gesagt von Mamadou Sy. Anschließend dann zweiter Versuch und 14. Der Handoff zu Joe Bergeron. Das Frankfurter Laufspiel kam nur schwer in die Gänge in dieser Partie. Auch wenn Bergeron hier mal 10 Yards macht. Anschließend folgte doch ein Punt. Frankfurt hatte in der Zwischenzeit einen schlechten Punt-Snap. Und der Ball deswegen an der Frankfurter 8-Yard-Linie. Die Rebels jetzt mit dem Pass von Terrell Robinson beim dritten Versuch und Goal. Unter Druck wirft Robinson diesen schlechten Ball. Kwashi Brown geht dazwischen, macht die Interception. Da kommt der Druck wieder von Jonathan Silva-Gomez, der ein starkes Spiel machte. Und Robinson im Rückwärtsfallen. Der Ball hat überhaupt keinen Druck. Problem für Frankfurt nur, Brown geht ins Aus an der eigenen 4-Yard-Linie. Und da gucken wir auf die Frankfurter Offense, die jetzt in der eigenen Endzone fast beginnt. Also Bergeron bekommt den Ball in der eigenen Endzone, bricht einen Tackle, dann geht er zu Boden. Kein Raumgewinn. Schiedsrichter warfen keine Flagge, schauen wir nochmal drauf. Hier der Griff hinten in den Kragen, da hätte es auch ein Horse-Collar-Tackle geben können gegen die Berlin Rebels. Und die Flagge fliegt auch. Problem ist nur, die Schiedsrichter-Crew um Marcel Schurer entschied sich hinterher, die Flagge zurückzunehmen. Diskutabel. Und kurz danach muss Frankfurt punten, also würde gerne punten. Aber der Snap ist so hoch für Max Simsen. Ball geht ins Aus und die Rebels punkten durch einen Safety. Es steht 3-5. Der große Regen hatte nachgelassen, aber das Geläuf war immer noch überschwemmt. Deswegen wurde es auch offensiv auf beiden Seiten nicht wirklich besser. Nach dem Freekick dann die Rebels mit ihrer Offense in der eigenen Hälfte. Und so sieht das dann aus. Sean Richard bekommt den Ball. 4 Yards Raumverlust. Kurz danach müssen die Berliner nicht überraschenderweise punten. Das soll Philipp Andersen machen. Aber der Snap ist zu kurz, bleibt in der Pfütze liegen. Und dann wird der Kick geblockt von Kwashi Brown. Adrian Kiernan macht anschließend den Tackle und Frankfurt übernimmt den Ball tief in der Rebels-Hälfte. Und jetzt würden sie natürlich gerne in den letzten 2 Minuten den Ball in die Endzone laufen, den Touchdown machen. Und rum ist es. Das die Theorie. Und dann schauen wir hier nochmal. Andersen hat da nicht wirklich eine Chance. Der Ball ist zu kurz und es ist auch nicht gut geblockt. Brown, der erste Mann am Panther. Adrian Kiernan bejubelt den eroberten Ball und dann war die Offense an der Reihe, die nicht überzeugen konnte in diesem Spiel. Teilweise natürlich aus nachvollziehbaren Gründen. Lauf Bergeron, 4 Yards. Anschließend dann 3. Wieder der Handoff zu Bergeron. Knapp über eine Minute zu spielen. Der wird getackelt und das ist kein neues First Down. Und Frankfurt hat jetzt die Wahl. Gehen wir für einen 4. Versuch und 2 oder kicken wir mit Düs aus 26 Yards. Und der Rookie bekommt den Job und trotz rutschigem Geläuf versenkt er den Kick aus 26 Yards und Frankfurt führt 6-5. Eishockey-Resultat in der PSD-Bank-Arena. Und die Rebels haben anschließend nochmal den Ball und die Uhr läuft. Die Uhr ist freigegeben. Marcel Schurer zeigt es an. Die Rebels müssten sich jetzt eigentlich beeilen, aber da fehlt noch ein Offensive Lineman und sie sind nicht bereit, den Ball zu snappen. Ja, und dann ist das Spiel irgendwann vorbei. Das war's. Also das Ende ein wenig unzeremoniell. Und dann kam der Riesenjubel bei Samsung Frankfurt University. Gewinnen gegen die Berlin Rebels mit 6-5 nach vielen knappen Niederlagen für Frankfurt in dem Topspiel in den letzten Jahren. Endlich mal ein Sieg.
Bei mir ist jetzt Kimkuchi. Kim, ein bisschen Abstand jetzt und ein paar Minuten zum Spiel. 6-5 verloren. Also es fiel des Öfteren jetzt hier im Umfeld das Wort Lotterie. So fühlt es sich auch an, oder? Ja, ist halt sehr, sehr frustrierend. Mit ein bisschen Abstand kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Das Spiel ist vor 2 Minuten zu Ende gegangen. Also wir sind sehr, sehr enttäuscht und haben uns deutlich mehr erhofft und haben aber auch einfach zu viel auf dem Platz liegen lassen, waren nicht in der Lage, einen einzigen Touchdown zu scoren und das sitzt tief. Braucht man den Chancen der ersten Halbzeit also noch? Ach, nee, gar nicht der ersten Halbzeit, einfach insgesamt. Ja, also es war halt einfach sehr, sehr schwer, den Ball zu bewegen. Die Frankfurter haben einfach eine Top-Defense, also jenseits von Gut und Böse kann man nichts sagen. Es war sehr, sehr schwer, Räume aufzuziehen im Passing wie auch im Laufspiel. Und also ich denke, insbesondere im vierten Quarter dann auch oder insgesamt in der zweiten Halbzeit hat es aus allen Eimern gegossen. Es war in dem Sinne zu unserem Vorteil. Wir konnten das nicht nutzen, hatten den Ball an der Goal-Line, konnten ihn nicht reindrücken. Und das hat sich am Ende gerecht. Was bleibt jetzt von der Saison? Ihr wart knapp dran an einem Viertelfinale zu Hause, ihr wart knapp dran an einem Halbfinale, aber halt immer nur knapp dran. Ja, genau. So fühlt sich dann auch an im Augenblick, oder? Ja, natürlich. Wie gesagt, das ist halt sehr, sehr enttäuschend und das muss man jetzt erstmal verarbeiten und ist halt jetzt so, wie es ist, ob wir es dann heute weggeschenkt haben oder schon in der Saison, dass man da halt so 2-3 Spiele so unnötigerweise verloren hat, das kann man drüber philosophieren, aber für den Moment ist es, was es ist. Wieder mal Viertelfinale direkt raus, schade. Aber 2019 dann wieder angreifen oder noch keine Gedanken gemacht? Naja, also geht ja nur der Blick nach vorne natürlich, aber dafür ist jetzt, glaube ich, noch ein bisschen früh. Okay, dann alles klar. So, bei mir ist jetzt Brian Keller. Wir haben das Interview vom Feld auf den Rand verschoben, weil auf dem Feld werden wir versunken. Ja. Brian, herzlichen Glückwunsch zum Halbfinaleinzug. Das war aber auch nichts für schwache Nerven heute. Nee, war es auch nicht. Ja, how sweet it is to win a game like this on a special teams play, especially a field goal. With everything that happened this season in Schwabish Hall, a couple of bad special team plays, bad snaps. We missed the field goal in the Euro Bowl. To come out and just really win this game on a field goal, it's really ironic. I mean, we can't be more happier that we have another chance to play this with this team going next week. So. Aber wenn wir schon bei den Special Teams sind, ich dachte kurz beim Safety da, wir machen Haken unter die Frankfurter Saison und schreiben dann in Schwäbisch Hall Special Teams, im Euro Bowl Special Teams, im Viertelfinale Special Teams. Wie ging es dir da ähnlich? Ja, es war genauso ähnlich. Habe ich auch gesagt, dass ich sage, dann ist es echt die End von dem Spiel. Es ist einfach, it sums the whole season up. Aber das war eigentlich für uns auch geplant, ein bisschen Druck jetzt auf dem Punter von Berlin mit der Kondition. Wir haben auch natürlich gewusst, dass es ein Snappen wird schwer. Wir haben sofort gesagt, wir wollen auf jeden Fall versuchen für den Block. Und er hat einen schlechten Snap auch und ein Jungs war dort. Und haben wir sofort gesagt zu der Offense, dreimal laufen, versucht den Ball in der Mitte des Spielfelds und kicken wir das Ding. Und haben die Jungs wirklich das super gemacht und sind wir sehr froh natürlich, dass wir nächste Woche im Braunschweig spielen können. Was nimmt man jetzt von so einem Spiel mit, außer nasse Klamotten? ganz ehrlich, nichts viel mehr als, wie steckt eine Mannschaft zusammen? Ja, und wie haben die das ganze Spiel gespielt? Es ist ganz einfach in so einem Spiel. Das eine sagt ja, Offense, Defense oder Special Teams, Schuld oder kein Schuld oder sowas. Aber unsere Jungs hat das nie gesagt und die haben wirklich zusammen als Team da gestanden und wir haben das Sieg als Team gemacht, verdient heute. Ja. Braunschweig, nächste Station in 6 Tagen, also fast schon kurze Woche. Der 4. Versuch, die Line zu schlagen aus Frankfurter Sicht. Was muss klappen, damit es diesmal klappt? Execution. Ich kann jeder Coach fragen, was eine Mannschaft braucht, ein Spiel zu gewinnen, ist immer Execution. Ja? Das Strafen, keine Strafe so in Key Situationen, keine Strafe zu kassieren und einfach Execution. You know, müssen, wie gesagt, eine ganz kurze Woche, a short week. Weil wir fahren dann hoch am Freitag, so verlieren wir uns das Training am Freitag.
Aber davor würden wir auch einen zusätzlichen Tag unter der Woche. Und ja, muss man da hochgehen und einfach spielen. Kai Silbermann von den Munich Cowboys hat sich in dieser Saison zu einem der besten deutschen Wide Receiver in der GFL gemausert. Nun war er mit den Cowboys zu Gast beim nordersten New Yorker Lions aus Braunschweig, also seinem Ex-Team. Dort konnte er sich nie durchsetzen. Im Eintrachtstadion über 3700 Zuschauer, die Münchner Offense mit Quarterback Trenton Miller zunächst auf dem Feld und er findet genau Kai Silbermann für 12 Yards. Kurz danach dritter Versuch und zwei, wieder der Versuch Silbermann zu bedienen, aber der ist gut gedeckt und Lars Steffen beinahe mit der Interception. Deswegen Field Goal Versuch für München, Robert Werner 45 Yards, Kick ist allerdings nicht gut. Es folgten zwei Punts und die Münchner Defense dann mal mit einem Ausrufezeichen, EJ Parnell mit dem Sack gegen Jadrian Clark. Braunschweig musste also punten und hier kommen die Cowboys mit Miller und Silbermann, der den Ball mit ganz viel Gefühl in die Lücke gelegt bekommt, hinter Tim Unger vor dem Safety und Silbermann mit 37 Yards Raumgewinn. Und anschließend dann die Münchner mit den ersten Punkten im Spiel, Miller wieder auf Silbermann. Silbermann im Alleingang, die Münchner Pass-Offense, 9 Yards, Touchdown, 7-0. Und Braunschweig auch offensiv mit Problemen. Der Pass von Clark wird hier abgefälscht. Und Julius von Sydow macht die Interception für die Cowboys. Aber jetzt war dann die Braunschweiger Defense da. Das ist Anthony D'Arcangelo, der sackt Miller kurz vor seiner eigenen Goal-Line. München musste also punten und hier kommen die Lions. Free Play. Und der lange Pass auf Paul Bogdan, der Ex-Hildesheimer, der nicht so viel Spielzeit in Braunschweig in dieser Saison bekommen hat. Hier machte er einen wichtigen Spielzug und dann Clark auf Hilgenfeld, 10 Yards Ausgleich, 7-7. Die Lions also zu Ende des ersten Quarters drin im Spiel, offensiv und defensiv. Deswegen wurde es jetzt dann nach dem Seitenwechsel für die Cowboys immer schwerer. Miller sucht Silbermann, aber der Pass geht in seinen Rücken. Der Kameramann verliert den Return aus den Augen, aber wir haben ja noch eine andere Einstellung. Es war Darius Robinson. Die Lions stellten um, stellten ihren amerikanischen Cornerback jetzt 1 gegen 1 gegen Silbermann und das zahlte sich sofort aus. Andere Seite, Clark auf Hilgenfeld, 13 Yards, Touchdown, 14-7. Der Münchner Turnover also sofort bestraft. Die nächsten beiden Drives brachten keine Punkte und dann musste Miller zu Boden. Jakob Schridde mit dem Sack. Kurz danach dann also wieder die Braunschweiger Offense. Kurz vor der Endzone 6 Yards. David McCanns Touchdown 21-7. Die Offense der Lions war ins Rollen gekommen und auch die Defense von Dave Likens hatte jetzt alles unter Kontrolle. Braunschweig wieder mit dem Ball. Das ist Clark auf Nate Morris. Der war eine ganze Weile verletzt. Jetzt ist er wieder da, rechtzeitig zu den Playoffs. 17 Yards. Dann Clark auf Hilgenfeld. 9 Yards. Neues First Down. Und dann ist fast Halbzeitpause. Und die Braunschweiger mit einem Field Goal Versuch. Tobias Göbel 24 Yards. 24-7, der Spielstand nach 24 Minuten reiner Spielzeit. Zweiter Durchgang, wurde es für München besser? Nee, denn das ist der zweite Offensivspielzug der Lions nach der Pause. Clark auf Nate Morris, Touchdown 45 Yards, 31-7. Anschließend die Cowboys mit ihrer Offense, der Ball von Miller, wieder gedacht für Silbermann, wieder zu hoch und dann Darius Robinson nicht nur mit der Interception, sondern auch noch mit dem Interception Return Touchdown 38-7 Lions.
Klasse Return von Darius Robinson. Der will die Punkte unbedingt selber machen. Ja, jetzt hatten sie Spaß, die Lions-Verteidiger rund um Jakob Schridde. Die Offense der Lions auf dem Feld mit Clark auf Bogdan, 17 Yards. Dann liegt der Ball an der 5-Yard-Linie der Cowboys. Das ist Chris McClendon. Kleiner Hürdensprung und dann ist der Weg frei. 45-7. Ja, und in der Schlussphase dann Braunschweig eindeutig Herr im Haus. Jetzt setzen sie aufs Laufspiel. McClendon 38 Yards. Und dann anschließend Clark mit dem Touchdown-Pass wieder auf McClendon. 5 Yards. Es steht 52-7. Und noch war ein viertes Quarter zu spielen. Die Lions mit ihrer Offense. Der Handoff geht zu Tobias Nick. Der macht seinen Touchdown zum 59-7. Bevor die Münchner nochmal einen guten Drive ansetzen konnten. Braunschweig jetzt allerdings auch nicht mehr mit der ersten Garnitur auf dem Feld. Miller auf James Okike, 26 Yards. Und dann anschließend nochmal Miller, nochmal Okike. Jetzt Touchdown zum Endstand. 59-14. Ein gutes Quarter von München reicht nicht. Am Ende doch wieder eine klare Angelegenheit für den deutschen Vizemeister. Oh. So, das ist also der Rasen nach dem Viertelfinale hier zwischen Frankfurt und Berlin. Ein 6-5 packendes Spiel und die Frankfurter fahren also nach Braunschweig. So viel zu den Viertelfinals. Das Viertelfinalwochenende war auch das Wochenende der Hinspiele in der Relegation. Die Hamburg Huskies hatten die Düsseldorf Panther zu Gast und die Stuttgart Scorpions, die Ravensburg Razorbacks. Die Zusammenfassung von Andreas Renner. Quarterback Garrett Dellekiai war einer der Gründe dafür, dass die offensivstarken Ravensburg Razorbacks die GFL 2 Süd gewannen und deswegen nach Stuttgart reisen durften zum ersten GFL-Relegationsspiel im Süden. Das Hinspiel also im Stadion der Erstligamannschaft, das waren die Stuttgart Scorpions. Nach einer enttäuschenden Saison also Achter im Süden und da ging das Spiel los und Stuttgart bekommt den Kickoff und das ist der Return von Richard Samuel. Und dieser allererste Spielzug zeigt schon mal, die Scorpions meinten es ernst. Hatten kurz danach einen vierten Versuch und 4. Und jetzt aufgepasst. Quarterback Michael Eubank verliert den Ball, aber nicht die Fassung. Hebt das Leder auf und wirft dann den Touchdown-Pass auf Fabian Weigel. So kaltblütig muss man erstmal sein. Touchdown Scorpions 7-0. Nicht ganz so kaltblütig die andere Seite. Dellekiai rollt auf die rechte Seite, will einen Pass werfen, dann läuft er mit dem Ball ins Aus, wirft dann noch zu spät. Also das war nicht so souverän. Es folgte ein Punt und das heißt, die Stuttgarter kommen wieder mit der Offense aufs Feld. Und das ist Eubank und Richard Samuel und dem zeigt er, wo er hinlaufen soll. Und dann kommt der Pass und der Verteidiger steht direkt nebendran und lässt es geschehen. Touchdown Scorpions, 69 Yards, 14-0. Probleme der Razorbacks gingen weiter. Philipp Ungerecht mit dem Sack gegen Dellekiai. Die Razorbacks mit einem 3 and out. Damit also gleich wieder die Stuttgarter Offense. Und Running Back Giacomo De Pauli, der sich gesteigert hat im Lauf der Saison. Immer zuverlässiger geworden ist. Hier macht er 15 Yards durch die Mitte. Dann liegt der Ball an der 20-Yard-Linie. Und da ist wieder Fabian Weigel und wieder ein Verteidiger direkt daneben. Schaut zu spät zum Ball, kann es nicht verhindern. 21-0. Drei schnelle Ohrfeigen von den Scorpions für den Zweitligisten. Rein ins zweite Quarter. Und es wurde nicht besser für Ravensburg. Dellekiai wirft hier, geht zu Boden, verletzt sich am Knie. Und der Ball landet bei Hans Stecher. Und der macht das, was Hans Stecher macht. Interceptions. Interception Return. Touchdown zum 28-0. Hans Stecher 64 Yards. Dann mussten die Gäste also improvisieren auf der Quarterback-Position. Wildcat-Formation, Sascha Brendle versucht hier zu laufen, minus 3 Yards, es folgte ein Punt. Und bei den Scorpions lief alles, Eubank auf Samuel.
Richard Samuel, den muss man erstmal kriegen. An der 3-Yard-Linie ins Ausgeschubst. 56 Yards Raumgewinn, kurz danach der Ball an der 1. De Pauli, Touchdown, Scorpions 34-0. Und es kam noch schlimmer für die Gäste. Kickoff von Michael Bausch, der trifft hier einen der Razorbacks. Der Ball springt zurück, die Scorpions sichern sich das Leder. Geglückter Onside-Kick, könnte man sagen. Ballbesitz also Stuttgart, dann ist dritter Versuch und 8. Die Razorbacks sind im Abseits. Free Play, ein paar Ravensburger hören auf zu spielen. Die Stuttgarter aber nicht, der Pass zu Jakob Johnson. Und dann bricht er 3 Tackles auf dem Weg in die Endzone. Touchdown Stuttgart 40-0. Ein First Down für Ravensburg, dann folgt der nächste Punt und der geht dann auch noch schief. Snap zu hoch, Ballbesitz Stuttgart für Ravensburg in dieser ersten Hälfte. Ein totales Desaster. Eubank mit dem Touchdown zum 47-0. Das waren die letzten Punkte im ersten Durchgang. Und dann musste sich der Zweitligist erstmal schütteln, das Erlebte verarbeiten. Nach der Pause wurde es aber besser. Delekiai war zurück, deutlich behindert durch seine Knieverletzung, aber in der Lage, den Ball zu werfen. Michael Meyer, erster Touchdown Ravensburg, 47-7. Andere Seite, die Antwort der Stuttgarter, Eubank auf Johnson. Und 16 Jahre später der alte Abstand wiederhergestellt, 53-7. Trotzdem Ravensburg ja mit seiner Offensive überzeugend in Liga 2. Da sah man jetzt was von in der Halbzeit. Nummer 2, der Pass von Delekiai auf Meyer für 32 Yards. Und dann von der 15 nochmal der Ball zu Meyer. Touchdown 53-14. Probleme bei den Scorpions. Der Running Back läuft in Eubank rein. Der verliert den Ball. Tyler Clifton sichert das Leder für Ravensburg, die Chance auf mehr Punkte für die Gäste und die nutzen sie. Delekiai auf Javonte Alexander, 13 Yards, nur noch in Anführungszeichen 53-21. Aber Stuttgart nur kurz geschockt, Eubank auf Samuel. Und dann ist er zu schnell für die Ravensburger Verteidigung. Richard Samuel, einer der besten Receiver der GFL, macht das 60-21 und dann rein ins vierte Quarter. Immerhin Ravensburg jetzt munter am Punkten. Delekiai auf Christian Stefani, 4 Yards, 60-27. Ein wahres Punktefestival im Garzee-Stadion in Stuttgart vor knapp 2000 Zuschauern. Die Scorpions setzen jetzt auf das Laufspiel, sie setzen auf De Pauli und der bewies, dass das die richtige Entscheidung war. Der Pauli erst für 36 Yards und dann für 12 Yards in die Endzone. Giacomo De Pauli 66-27. Nach einem Ravensburger Punt gleich wieder Stuttgart und wieder das Laufspiel. Und De Pauli 22 Yards. Die Gäste hatten jetzt da kaum noch was entgegenzusetzen, waren auch erschöpft, weil viele ihrer Spieler Offense und Defense spielen mussten. Ravensburg war mit einem sehr kleinen Kader angereist. Auch Brian Yangson mit einem guten Lauf, 23 Yards. Und dann Eubank auf Johnson, 12 Yards. Nächster Touchdown, 72-27. Siebter Touchdown-Pass von Michael Eubank. Andere Seite, Delekiai nochmal auf Stefani für 39 Yards. Und die letzten Punkte gehörten den Gästen. Delekiai auf Andreas Lomeo. Dreier Touchdown 72-34. Damit gehen die Stuttgart Scorpions mit 38 Punkten Vorsprung ins Rückspiel in Ravensburg in 2 Wochen. Wir sind heute gar nicht richtig aus dem Bus rausgekommen. Die erste Halbzeit ist uns völlig entglitten. Aber das lag auch vor allem an Stuttgart. Die waren hoch motiviert und haben uns keine Chance gelassen. Defensiv haben sie weggenommen, was wir eigentlich spielen wollten. Und offensiv hat bei ihnen wirklich alles geklappt. In der Pause haben wir an die Jungs appelliert und ich bin stolz darauf, wie wir das in der zweiten Hälfte gemacht haben. Wir haben uns gewehrt und haben wenigstens noch ein paar Punkte erzielt. Wir sind heute ziemlich flott gestartet. Unsere Jungs waren selbstbewusst und sie haben alle ihre Jobs erledigt. Es gab zwar ein paar kleinere Fehler, aber davon haben wir uns schnell erholt.
We still have mistakes here and there, but at the same time, we were able to kind of bounce back from it. Relegationshinspiel im Norden. Hamburg Huskies gegen die Düsseldorf Panther im Hammerpark. Leider gab es von dieser Partie weder vernünftige Bilder noch eine Statistik. Deswegen schauen wir nur mal ganz kurz in ein paar Szenen rein. Düsseldorf in Rot ging in Führung. Quarterback Moses Skillern auf Till Jensen 0-7. Im zweiten Quarter dann der Touchdownlauf von Michael Matkins zum 3-16. Die Düsseldorfer Offense hatte durchaus ein paar Turnover-Probleme, aber Hamburg überhaupt nicht in der Lage, das ausnutzen zu können. Skillern auf Florian Eichhorn, der nächste Touchdown für Düsseldorf und der Schlusspunkt dann Skillern selber aus 8 Yards zum Endstand von 10-36. Bittere Heimniederlage für die Hamburg Huskies und nach dieser Niederlage brauchen die Hamburger in 2 Wochen in Düsseldorf einen Sieg mit 27 Punkten Vorsprung. Wer es glaubt. Wenn die Hauptstadt zum Ziel wird, wenn Präzision und Athletik einen großen Sport bestimmen, wenn die beiden besten Teams aufeinander prallen, dann ist Finale in Berlin. Das deutsche Endspiel im American Football am 13. Oktober. Tickets unter germanbowl.de. Hier ist der Blick auf das Playoff-Picture der German Football League. In den Viertelfinals setzten sich jeweils die ersten beiden in Nord- und Südstaffel durch. Dresden schlug Allgäu 51-19. Die Schwäbischer Unicorns besiegten Köln 37-14. Braunschweig gewann gegen München 59-14. Und Frankfurt schlug Berlin mit 6-5. Das bedeutet folgende Halbfinals, beide am kommenden Samstag. Die Schwäbischer Unicorns gegen die Dresden Monarchs im Optima Sportpark ab 17 Uhr. Und eine Stunde später dann im Eintrachtstadion von Braunschweig die New Yorker Lions gegen Samsung Frankfurt Universe. Das waren sie also, die Viertelfinals und die Relegationshinspiele in dieser Saison. Bisschen wild das Ganze, ganz besonders hier in Frankfurt. Eine Woche Luft holen. Dann geht's weiter mit den Halbfinals. Eins in Braunschweig, Braunschweig-Frankfurt, eins in Hall, Schwäbisch Hall gegen Dresden. Gehen sie am besten in die Stadien, wenn sie es nicht schaffen. Natürlich gibt es beide Spiele dann auch im Livestream. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit den Zusammenfassungen der Halbfinals. Machen Sie es bis dahin gut. Hier gibt es noch die Plays of the Week. Ciao. This is my number. And this is who I am. Race. We'll be right back.